Deine Waffe ist defekt, aber wir haben keinen Ersatz. Und sonst ist das alles okay. Wir haben nur noch eine Ration. Und wir haben keinen Schlüssel bekommen, kann das sein? Was ist hier? Du mach bitte mal Licht, ich sehe sonst nichts. Oh. Du, warst gerade noch in dem anderen Raum. Achso, genau, du warst da und du bist hier rumgelaufen, während wir ganz außen rum und so. Und da kommt die Kavallerie. Kein Augenblick zu früh, möchte ich hinzufügen. Vielen Dank, Abenteurer. Maximus hat mir berichtet, ihr wäret recht vielversprechend. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, es so unmittelbar mitzuerleben. Ich schlage vor, wir setzen die Unterhaltung in einer gemütlichen Teil der Burg fort. Folgt mir. Ah, das war ja nicht sehr weit. Das Schicksal hat euch zur rechten Zeit nach Port Merryn geführt, Freunde. Ihr habt nicht nur mich gerettet, dank eurer Taten ist auch meine Tochter außer Gefahr. Allein dafür stehe ich auf ewig in eurer Schuld. Das ist sehr gut für eine Abenteurertruppe. Was im Stein, einen Stein im Brett zu haben bei so einer wichtigen Persönlichkeit. Weiter. Was mich daran erinnert, dass wir einander noch gar nicht vorgestellt haben. Ja, das ist richtig. Das hast du am Anfang auch vergessen, dass wir uns gar nicht kennen. Ich bin John Morgan, Barongemahl von Wertheim und neuer Statthalter der Argyn Halbinsel. Die Einheimischen wissen, wie man eine Begrüßungsfeier ausrichtet, nicht wahr? Einer der Banditen hatte einen Brief bei sich. Die Imperatorin hat mich gewarnt, dass die Lage hier schlimm sei, aber sie ist sogar noch schlimmer, als ich dachte. Es sind nicht nur Banditen, sie sind organisiert, dreist und scheinen einen größeren Plan für die Halbinsel zu folgen. Ich muss herausfinden, wer hinter diesem Angriff steckt. Einmal sind sie bereits gescheitert, aber das wird ihre Entschlossenheit nur noch stärken. Ja, schön. Also langsam scheint auch wirklich ein bisschen mehr Story reinzukommen. Am Anfang war es ja halt echt nur Tutorial und geh dahin, haut was tot, geh dahin, mach das tot und so weiter. Aber jetzt kommt die Hintergrundgeschichte. Auftrag. Morgens Augen und Ohren. Ich werde ganz direkt sein. Mir stehen nur eine Handvoll Männer zur Verfügung, um den Frieden zu bewahren. Katal hat die Tore geschlossen. Das ist immer noch die Stadt, wo wir eigentlich hin sollen, wegen der Asche. Katal hat die Tore geschlossen und steht allem Anschein nach kurz davor, seine Unabhängigkeit zu verkünden. Und ich weiß nicht mal, wer überhaupt unser Gegner ist. Ich brauche Leute wie euch, die mir Augen und Ohren ersetzen. Weiter. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Als offizieller Vertreter des Imperiums sind mir die Hände gebunden. Wenn ich Truppen einsetze, werden das unsere Nachbarn als militärischen Angriff betrachten. Ihr seid jedoch nur Schatzjäger und habt keine Bindung zum Imperium. Und das vergisst du besser nicht. Wir sind Plünderer, wir wollen plündern. Ich bitte euch nur darum, dass ihr tut, was ihr immer tut. Erforscht die Halbinsel, redet mit den Leuten, folgt eurem Instinkt. Ich verlange nicht, dass ihr unnötige Risiken eingeht. Das tun wir sowieso. Gerade direkt. Aber haltet mich über alles auf dem Laufenden, was ihr auf euren Reisen entdeckt, das uns dabei helfen könnte, den Drahtzieher hinter diesen Angriffen zu identifizieren. Weiter. Ihr weist mir einen großen Dienst, Freunde. Diese Hunde greifen nicht nur das Imperium an, sie haben auch schon Abgesandte aus Irulan und den Sieben Städten überfallen. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass König Varniel von den Elfen nicht sonderlich erbaut ist. Die Türen öffnen sich plötzlich und die Prätorianer eilen herbei, um den Statthalter zu verteidigen. Erst als sie den Neuankömmling erkennen, entspannen sie sich. Milord, ist alles in Ordnung? Ich habe meiner Landung Spuren einer Schlacht entdeckt. Willkommen zurück, Lev. Dank der rechtzeitigen Einmischung dieser Abenteurer sind wir in Sicherheit. Die Banditen haben während eurer Abwesenheit einen Großangriff übernommen. Freunde, das hier ist Lev, unser Kundschafter und Greifner. Also greifen, darauf reiten die Jungs hier manchmal. Fortsetzen. Ich verstehe. Unglücklicherweise werden euch die Neuigkeiten nicht trösten, die ich euch bringe. Ich habe meine Befehle entsprechend die Schmiede der Elemente überflogen. Und tatsächlich scheint die Gegend von einer unbekannten Gruppe übernommen worden zu sein, wie ihr bereits vermutet habt. Ihrer Statur und Beweglichkeit nach zu urteilen, sind es Elfen. Was sagst du dazu? Sie haben mich mit Pfeilen beschossen und sich dann schnell in die Schmiede zurückgezogen, als ich einen zweiten Überflug versucht habe, sodass ich nicht viel erkennen konnte. Es tut mir leid, Milord. Wenn man vom Gesichtslosen spricht, taucht sein Schatten auf.
Als hätten wir mit den Banditen nicht schon genug zu tun. Müssen wir uns jetzt auch noch mit feindseligen Elfen herumschlagen? Hat Varniel beschlossen, für den Angriff auf sein Volk Vergeltung zu üben? Tatsächlich sind die Elfen schon seit einigen Jahren äußerst gereizt. Vor allem nach dem, was ihrer Mutter der Bäume widerfahren ist. Schatzjäger, ihr müsst ihm auf den Grund gehen. Bitte was? Sehr schön. Ihr müsst kein Risiko eingehen, ihr seid nur meine Augen und Ohren und ihr müsst sofort in eine Elementarschmiede laufen und Elfen töten. Schatzjäger, ihr müsst ihm auf den Grund gehen. Levs Greife werden euch zur Schmiede Elemente bringen, damit ihr Nachforschung anstellen könnt. Fortsetzen. Und vielen Dank für das Spielen der Early-Access-Version. Das Spiel ist immer noch Entwicklung. Bitte besucht mythemagicx.com. Und das war's. Kein Drache. Schade. Aber wir können wenigstens noch ein bisschen weiter uns umgucken. Genau, mach mal die Tür auf. Und dann gucke ich, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwo einen optionalen Endgegner gibt oder so. Also da ging es nicht weit. Ne, da ging es nicht weit in der Early Access Version. Aber da war eine verschlossene Tür. Und da würde ich gerne mal hingucken. So. Genau die hier. Klick. Oh. Das ist mal ein schöner Raum. Und ein Chris. Also ein neuer Dolch. Und 400 Gold. Womit wir jetzt über 10.000 Goldmünzen haben. Sehr schön. Nur leider immer noch nicht zu kaufen. Weil der Patch mit den Händlern aufstocken erst kommt, nachdem wir jetzt fertig sind mit dem Spiel. Hä? Aber ja, mal gucken. Du machst mal bitte wieder Licht. Wir würden jetzt gerne... Da kommen wir halt nicht rein. Wir würden jetzt ganz gerne rausgehen. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas machen können. Was haben wir noch an Aufträgen? Wir haben den Auftrag mit den Blumen auf den Schrein legen. Das Geheimversteck des Abwrackerkults müssen wir noch finden. Wo Santengamugen liegt. Das ist das Schwert. Und wir müssen das Bestrarium noch füllen. Wobei wir da garantiert schon 10 Einträge haben. Ich weiß also nicht ganz, was die von uns wollen. Hier geht's nicht durch. Und hier haben wir auch noch ein, zwei Sachen, die nicht aufgedeckt wurden. Hier zum Beispiel. Irgendwo anders. Also entweder wurde der Dungeon echt noch nicht zu Ende programmiert. Oder das, wo wir oben nicht rein können, das gehört... Au. Jetzt lacht er uns auch noch aus. Ach ja, das da oben, wo wir nicht rein können, gehört zu einer ganzen Reihe von Dingen, die dann passiert. Und deswegen dürfen wir noch nicht rein. Was fast danach aussieht. Noch eine Sache, die ich positiv anmerken möchte. Kein Skyrim-Schnellausgang. Wir müssen... eine Minute lang stupide einfach nur geradeaus gehen, um zurückzukommen. Also geradeaus dem Weg halt folgend. Was aber nicht wirklich ein Aufwand ist. Es gibt nur Leute, die sich echt über sowas aufregen, dass sie die ganze Etage zurücklaufen müssen und so eine Scherze. Das finde ich ganz schön ungeduldig und albern. Aber ja, wir sind Oldschool-Spieler, uns macht das absolut nichts aus. Außerdem bietet es uns Gelegenheit, einfach nochmal zu gucken, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Das würde man sonst ja gar nicht haben, weil man sofort raus teleportiert wird oder sofort den Schnellausgang nimmt. Und man übersieht doch gerne mal ab und an Kleinigkeiten. Wobei wir jetzt schon ein, zwei Sachen gefunden haben, aber wir wissen halt nicht, wie es dahin geht. Was ist hier links? Genau, hier ist auch so eine Sache. Hier ist wahrscheinlich ein Eingang. Aber da wir Wahrnehmen nicht genug hoch haben oder was auch immer dafür notwendig ist. Haben wir schon gedrückt? Ja. Oder was auch immer dafür notwendig ist, Geheimtüren zu finden. Und deswegen sehen wir es nicht. Wenn wir jetzt weiterspielen könnten, dann könnten wir in ein, zwei Leveln nochmal hierher gehen und nochmal das ganze Ding durchkramen. Und dann wahrscheinlich auch die Geheimtür finden und da kriegen wir einen Schlüssel und dann können wir das andere öffnen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall sollten wir jetzt gleich erstmal schlafen. Wenn das Rad hier fertig gedreht hat. Genau, schlafen. Das müsste unsere letzte Ration gewesen sein.
Und dann... Warte mal, wo ist unser Tagebuch? Hier. Das können wir nicht herausfinden. Das ist nächstes Ende. Das Geheimversteck können wir finden. Eigentlich wollte ich das hier aber zuerst machen. Auf den Schrein, der ungefähr auf der Hälfte des Weges zwischen Sorpegal und Burg Podmeiren befindet. Also hier. Bist du ein Schrein? Nein. Du bist ein Ausrüstungslager. Ich mache bitte Licht. Oh, es wird eh Tag. Oh, stimmt. Und die da hinten haben wir auch noch, die Banshees. Oh, sick. Hier war der Zyklop drin. Das hier könnte das Ding sein. Nee. Das hatten wir geplündert, das war was anderes. Da hinten ist noch der Obelisk, aber da werden wir auch nicht hinkommen. Jedenfalls nicht hier in der Early Access Version. Das Ding da vielleicht als kleine Opferstelle? Nein, auch nicht. Was sagt die Karte zu da hinten? Mal, wo ist der Obelisk? Können wir irgendwie von hier aus noch... Vorne und links. Vorne und links, der könnte hier noch sein. Also gehen wir Richtung Banditenlager. Ignorieren erstmal ganz kurz, dass es schon wieder Nacht wird. Und dass wir eigentlich Blumen weglegen wollten. Du, Licht. Und gucken, ob wir zum Obelisken kommen. Oh, Gegner. Hallo. So. Na, da kommen wir nicht hin zum Obelisken. Schade. Bist du der Schrein, den wir brauchen? Nein, eine Testschriftrolle. Damit ist unser Inventar voll. Du, ich würde dich gern wegschmeißen. Oh, ich kann keine Gegenstände zerstören. Doch, kann ich. Okay. So, so. Damit wir Platz haben, falls wir irgendwelche wichtigen Questgegenstände bekommen oder dergleichen. Aber gut, also Obelisk ist ein No-Go. Das heißt, wir suchen gleich weiter nach dem Schrein für Blumen. Dann gehen wir in die Stadt zurück, weil wir brauchen auch neue Rationen. Wir haben nämlich keine mehr und wir sind jetzt schon müde. Holen uns neue Rationen und suchen dann den NPC, der uns den Auftrag gegeben hat. Ich glaube, der war... Wo zum Geier war der? Naja, wir gehen halt die üblichen Lokalitäten ab. Also Taverne, Waffenhändler, Rüstungshändler, Alchemistin, der alte Mann, sowas halt. Ja, alle sind schwach. Ich sehe hier nirgendwo ein Altar. Na gut, auf zurück zur Stadt. Beziehungsweise, ich denke, ich werde jetzt erstmal abspeichern. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir noch die Reste von der Early Access Version hier abklappern, was es alles gibt. Und danach müssen wir gucken. Also es wird ja wohl noch eine ganze Weile dauern, bis das Hauptspiel rauskommt. Aber eventuell werden nach und nach ein paar Sachen freigeschaltet. Also ich meine jetzt nicht, dass jetzt irgendwas geändert wird, wie Waffen zerbrechen, seltener und die Händler werden aufgestockt, sondern wirklich ein, zwei neue Dungeons oder so, um die Zeit ein wenig besser zu überbrücken. Wenn dem nicht so sein sollte... Dann werde ich hiernach mit Might and Magic 7 anfangen. Ja, ein Teil wird jetzt schreien, hurra, hurra. Der andere wird schreien, oh, warum nicht mit 6? 6 ist auch ein sehr solides Spiel, aber es hat doch ein wenig mehr Grinden drin. Und zwar sinnloses Grinden, was zwar schön und gut ist, aber für ein Let's Play nicht so wirklich geeignet ist, finde ich. Also ich werde es auch später Let's Playen, aber um
meine Zuschauer quasi erstmal reinzubringen in dieses Metier, will ich mit 7 anfangen. Weil da gibt es wesentlich mehr Ablenkung. Da gibt es das Kartenspiel, da gibt es mehr Klassen, da gibt es Dunkel und Licht. Also richtige UI-Veränderung danach, wie man sich in der Story entscheidet und so weiter. Das ist schon wesentlich angenehmer. Und wenn das denn relativ gut ankommt und wir damit irgendwann fertig sein sollten, dann können wir immer noch 6 spielen. Also ja, jetzt erstmal abspeichern. Wir versuchen noch das meiste aus der Early Access Version rauszubekommen und danach geht es mit MM7 weiter. Also bis bald.